Yo, was geht ab? Ihr seht gerade Backspin TV mit Summer Jam. Wir sind gerade hier in der großen Freiheit 36 in Hamburg und heute Abend geht unser Konzert ab. Natürlich auch von mir wieder ein paar herzliche Grüße nach draußen. Schön, dass du ein bisschen Zeit für uns hast. Die Tour, ich weiß gar nicht, wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Ist ungefähr eine Woche, das sind immer blockweise. Man kann sich das so vorstellen, wir sind von Donnerstag oder vom Mittwoch bis Samstag unterwegs, Sonntag Heimreise, dann haben wir ein paar Tage zu Hause und dann geht's wieder los. Also wir befinden uns jetzt im zweiten Block. Es ist ja von der Zeit her auch immer geil, am Wochenende zu spielen, da ist immer mehr los, oder? 100 Pro, man merkt das schon. Also wenn man Mittwoch spielt und Freitag spielt, da ist natürlich ein Unterschied. Welche Stadt ist dann so für die Party danach am geilsten? Natürlich Hamburg, wo wir jetzt gerade sind. Wenn wir in Berlin sind, sagst du es da? Oder nehmen wir ehrlich? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, jede Stadt hat so seine Vorzüge. Klar, ich bin auch gerne bei uns in der Gegend, da gibt es auch gute Städte. Aber Hamburg ist ja natürlich mal was anderes, wo man nicht jetzt jede Woche ist. Und wir sind auch direkt am Kiez. Vielleicht erwischt man uns ja irgendwo nach dem Konzert auf dem Kiez. Ja, hoffentlich nicht zu besoffen. Seid ihr dann auch unterwegs oder wenn so dieser Tour-Rhythmus da ist? Oder kommt man dann auch irgendwann so auf den Punkt, dass man sagt, nee, nächsten Morgen ist wieder Termin, lass mal ein bisschen ruhiger machen heute? Nee, wir gehen schon dann Dings. Bis morgens früh feiern immer und nee, ich meine 17 Uhr Frühstück? Genau, 17 Uhr Frühstück und wie heißen diese Partys, die erst um 10 Uhr morgens anfangen, wo die ganzen Leute, die noch auf Sendung sind, feiern gehen? Ja. After Hour, genau, After Hour, dann gibt es im After Hour und und dann direkt hierher wahrscheinlich. Jetzt ist nur noch Haare machen und dann hier hinkommen. Jetzt sag mal, Album ist vorbei, Chartplatzierung ist vorbei, aber du hast was hingelegt? Wie zufrieden bist du mit dem, was passiert ist? Ich bin zufrieden auf jeden Fall. Das ist ein Fundament, auf dem man aufbauen kann. Wir sind mit jeder Sache eigentlich dahin gekommen, wo wir hin wollten. Nach oben hin ist natürlich noch viel Luft. Das werden wir versuchen jetzt stückweise zu füllen, da die Luft rauszunehmen und uns immer weiter nach oben zu positionieren. Ja. Ohne Brille jetzt lieber? Genau. Wie gehst du mit der Resonanz um? Oder suchst du dir das, wenn bei Facebook die Leute dir schreiben, liest du das dir durch, was die dir schreiben? Natürlich, nicht alles. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin nicht so der Internet-Typ. Ja. Aber man muss, ich habe das auf jeden Fall gemerkt, wenn man sich so komplett davon abschottet, so, keine Ahnung, ich denke, das ist so die Generation von, weiß ich nicht, Sammy Deluxe oder sogar Savage hat sich ja so früher, ich weiß noch, er hatte glaube ich gar kein MySpace oder so. Ja. Und mittlerweile, ich glaube, er hat auch alles Mögliche, twittert sein halbes Leben. Das ist normal, also ich will das jetzt auch nicht so, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Das gehört dazu heute, das muss man glaube ich machen, oder? Genau, das ist wie dieses Hartz IV TV, wo die Leute wirklich jede Peinlichkeit, jede Dings mitbekommen möchten. Und der Rapper ist natürlich nicht davon ausgeschlossen, der muss natürlich auch den Fans etwas bieten. Bist du denn aber so, also ist das so, die Resonanz ist sicherlich positiv, die du kriegst, oder? 100 Pro. Wir haben wirklich super Fans. Nach dem Album gerade habe ich einfach gemerkt, da ist vielleicht noch eine viel größere Basis, als ich vorher gedacht habe. Weil ich ja meistens wirklich nur im Kollektiv gearbeitet habe, immer mit anderen Künstlern. Und da konnte man nicht immer sagen, ah, okay, die finden das jetzt wegen mir cool oder wegen dem anderen. Das wusste man nicht wirklich genau und jetzt hatte ich halt meine erste Platte und konnte dann mal sehen, wie meine Fans darauf reagieren und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden und denke, das werden wir in den nächsten 2-3 Jahren noch vier, fünf, sechsfachen. Kommen wir gleich noch zu, was die nächsten Pläne sind, aber gerade so, dass die Resonanz, das Feedback von Kollegen, anderen Rappern, da gab es ja auch hier und da mal so das eine kleine Feedback auf dein Album, das Kompliment. Wie bist du damit umgegangen? Was bedeutet das für dich? Und nimmst du das ernst? Ja, also ich sag mal so, Leute, die es jetzt positiv bewerten, da ziehe ich den Hut vor, weil eigentlich ist es ja so in der Szene, das ist ja eine Art von Schwäche, wenn du schon sagst, ey, den finde ich cool, das feiere ich, weil Leute aus jeder Situation versuchen irgendwie was draus zu machen. Wenn mir einer jetzt zum Beispiel Props geben würde und ich wäre ein Assi, könnte ich auch sagen, ah, halt die Fresse, Alter. Klar bin ich der Beste, du bist voll der Lutsche, Alter. Weißt du? Aber das ist natürlich dann, ich bin natürlich nicht so, aber man könnte es ausnutzen. Dann wiederum die negativen Sachen, ich meine, jeder hatet jeden so, ich weiß nicht, wie ernst ich das nehmen soll. Ich mache auch nicht Musik für andere Rapper,
Wobei ich es cool finde, wenn einer sagt, ey geil, ich habe dein Album mir von Anfang bis Ende reingezogen, ich bin voll auf dem Film, dies und das. Aber wie gesagt, ich mache eigentlich Mucke für meine Fans. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, den Start, den du jetzt hattest, vor mehrfachen. Was sind denn die nächsten Pläne? Was kommt als nächstes? Wird noch einiges auf euch zukommen. Ich mache natürlich weiterhin Musik. Darüber hinaus wollte ich vielleicht ein Kinderbuch schreiben oder so. Ja, das stelle ich mir gerade echt schön vor. Nee, Spaß. Nee, ich konzentriere mich in erster Linie auf die Mucke. Man kann natürlich so nebenbei andere Sachen ausbauen, sei es jetzt Merch, sei es Auftritte, viel unterwegs zu sein, wie wir es ja jetzt hier machen. Aber so mein Hauptding wird auf jeden Fall sein, dass ich erstmal das Album Feierabend mit einem, sag ich mal, gelungenen Nachfolger erstmal einen Schritt weitergehe. Aber der muss dann jetzt ja bald kommen, ne? Was sind die Pläne? Wann kommt was? Wann werden wir wieder was von dir hören? Datum kann ich noch nicht verraten. Ich kann nur so viel sagen, dass ich eigentlich schon seit Januar schon wieder im Studio bin. Ich habe zwischendurch ein paar so Trauerfälle gehabt in der Familie. Hatte dann wieder 2 Monate Pause, aber direkt nach der Tour, ich bin auch die ganze Zeit am Schreiben, im Bus und so. Direkt nach der Tour gehe ich ins Studio, bam, bam, bam. Danach ein Urlaub, zurückkommen, Promophase und dann wird geballert. Sehr gut. Letzte Frage von mir noch. Gibt es irgendwie Rapper, die du dir gerne anhörst, irgendjemand, der dir gerade in letzter Zeit aufgefallen ist, wo du sagst, ey, da kommt was? Boah, ich will immer irgendeinen sagen, aber mir fällt dann in dem Moment wirklich gar keiner ein. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich finde die Rapper wirklich gut, die mit mir sind, ja, ne, dann ist das nicht gelogen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie so Promo machen möchte. Ist ja nachvollziehbar, wenn man zusammenhängt, dann ne, kommt das ja auch. Aber jemand anders, irgendwas, was du mal so, was dir aufgefallen ist? Gerade, ich überlege jetzt gerade. Ja, ich finde zum Beispiel den Werdegang von Haftbefehl finde ich eigentlich sehr gut. Er hat sein eigenes, sag ich mal, Genre gemacht. Ich finde das sehr schlau, sehr gut. Ich finde es halt immer affig, wenn du als 15. reinkommst und sagst, ey, ich bin Gangster, Cordon Mord, Cordon Sport, Massenmord. Dann, ich finde es dann halt irgendwie, dann denke ich mir, Alter, lass dir was Neues einfallen. Und er hat es auf jeden Fall gemacht, finde ich gut. Sehr schön. Dann bleibt mir eigentlich nur noch erstmal Dankeschön fürs Interview zu sagen. Aufs Konzert solltet ihr alle gehen, weil es wird sicherlich noch mehr Termine geben, wenn hier in Hamburg. Ja, und aufs Album warten wir. Backspin TV wird dabei sein. Ich sage Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Bis denn. Tschüss.